Grüß Gott, ich darf Sie aufs Herzlichste begrüßen auf unserem 18. Steiner Weinfest. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin die neue Obfrau von Verein Stein und Wein und begrüße alle, die diesen Tag, diesen Abend mit uns verbringen, aufs Allerherzlichste. Ganz besonders unsere Sponsoren, wobei ich mich bei der Frau Schmiedl sehr herzlich bedanken will, die unser Hauptsponsor ist. Und viele, viele, viele andere, sonst wäre dieses Fest in diesem Rahmen nicht möglich. Und wem ich nur begrüßen darf, aus vollstem Herzen ist und mich persönlich sehr, sehr freut, es ist die gesamte Politik der Stadt Krems gekommen. Ein herzliches Willkommen und ich würde unseren Vizebürgermeister Erich Kramer bitten, dass er weiterspricht, die Eröffnung vollzieht. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, ja, der an der Spitze der Stadtpolitik heute erschienen ist. Es ist fast der gesamte Stadtsenat vertreten. Liebe geschätzte Mitglieder des Stadtsenates und Gemeinderates, lieber Herr Weinbaupräsident, den ich auch hier gesehen habe, liebe Mitglieder des Trachten- und Heimatvereines Stein, unter denen ich hier mich befinde, unter uns den ganz jungen Mitgliedern auch, liebe Stadtkapelle, aber vor allem auch Sie, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir uns heute hier sehen, bei diesem traditionellen Steiner Weinfest. Tradition, das beruht auf einigen Dingen, aus geschichtlichen Dingen. Wenn wir hier stehen vor dem Rebentor, im Schatten der Frauenbergkirche, Rebentor, ein Teil unserer alten Stadtbefestigung, das hat schon Geschichte hier. Aber nicht nur Geschichte, wenn ich auch darüber überleiten darf. Die Hauerinnung hier, vis-à-vis ist der Hauervater zu Hause, der Hans Resch, der auch mit der Stadtkapelle mitspielt heute. Das hat schon Tradition, die Hauerinnung, die es nicht oder noch nicht wissen, aus dem Jahr 1447. Die älteste Hauerinnung in ganz Mitteleuropa. Das muss man unseren Gästen schon erzählen. Aber es ist ja nicht nur der berufliche Hintergrund und Stein und Wein, das reimt sich ganz sicher. Das hat auch Ernst Jandl schon erkannt in seinen vielen Liedern, die er über diesen Ortsteil, über diese Stadt hier geschrieben hat. Damit bin ich sozusagen, habe ich mir selber die Brücke gebaut zu den kulturellen Sachen. Ernst Jandl von der Musik, aber auch sehr viele bildende Künstler wie Maler sind hier vertreten. Es ist nicht nur Egon Schiele, der heuer leider Gottes seinen 100. Todestag begeht, der eine ganz, ganz prominente Ansicht von dieser Stadt, von diesen Türmen hier geschaffen hat. Einer seiner bekanntesten Bilder. Nein, wir feiern auch heute gemeinsam oder heuer gemeinsam und da gibt es am kommenden Samstag, darf ich Sie auch einladen, im Stadtmuseum Krems eine Eröffnung der Ausstellung des Kremser Schmieds, der seinen 300. Geburtstag feiert. Und ich sage jetzt Kremser Schmied, weil er einfach so heißt, aber eigentlich ist er ein Steiner. Ein Steiner, einer der vielen ganz prominenten Steiner, der ganz in der Nähe des Linzer Tors hier sein Haus gehabt hat, das umgebaut dort gewohnt hat. Wer es nicht genau weiß, schaut vorbei, Steiner Landstraße 122, glaube ich, direkt also vor dem Linzer Tor. Aber bleiben wir nicht in der Vergangenheit bei der Tradition, bleiben wir hier und heute. Bleiben wir in der Zukunft und wie lebendig die Tradition ist, das sieht man hier am Trachten- und Heimatverein. Das sieht man hier mit unseren jungen Mitgliedern, die uns mit den Darbietungen da heute erfreuen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da mittut. Ihr seid wunderhübsch alle miteinander. Und eure Darbietungen, die erfreuen uns sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Und ihr seid doch ein Garant, dass diese Tradition weitergetragen wird. Tradition muss weitergetragen werden und ich freue mich schon auf sehr viele Weinfeste auch in Zukunft, die wir hoffentlich gemeinsam feiern können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen in den nächsten Tagen. Es ist ja nicht nur heute. Kommen Sie, feiern Sie mit uns, kosten Sie unsere ausgezeichneten Weine und hiermit erkläre ich das Steiner Weinfest eröffnet. Vielen Dank.